Also die Pizza wird es dann nicht geben. Roasted Chicken. Komm, das sieht gut aus. Das ist noch verpackt. Zu die Bude. Oh, der hat genießt. Hier ist doch eine Mikrowelle. Genau, hatte ich doch richtig gesehen vorhin. Hä, die geht an, wenn man die aufmacht. Jetzt, hä? Auch komisch. So, Medizin. Hat er Medizin irgendwo? Vielleicht in dem kleinen Schränkchen, wo ich die Chips her habe. Da sind ja Kartoffeln und Möhrchen mit dabei. Nee, ja, ist doch gesund. Und eine Keule. Eine Hähnchenkeule. Essen ist fertig. Ich komme. So, wo findet der denn hier Medizin? Hier vielleicht? Aber er zeigt nichts an, ne? Oh. Ist die Waschmaschine fertig? Hä, guckt er sich das nur an? Du bist ein Held, ey. Ach, er ist sehr gut. Oh, Moment mal. Da war gerade irgendwas. Ah, jonglieren will er wieder? Ja. Boah. Hey Dad, du kannst ja jonglieren. Das war jetzt echt schon lange nicht mehr krass. Versucht. Kannst du es mir beibringen, Dad? Klar, ich zeige es dir. Aber was ich jetzt natürlich vermisse, muss ich mal direkt mit hier einwerfen. Ja, komm. Oh, warte, erstmal vermisse ich gerade meine Uhr. Hallo? Oh, gleich ist Schlafenszeit. Warte mal, im Bad könnte Dings sein. Also ich vermisse auf jeden Fall Herausforderungen, also Achievements irgendwie. Das gab es nämlich für die PlayStation. Mann! Ich will doch da rein. Für die PlayStation gab es das? Hier nicht. Nee, ist kein Schränkchen. Wo kriegt der denn Medizin her? Vor allem der Fernseher läuft die ganze Zeit. Macht den aus. Kostet Strom. Ich glaube, im Badezimmerschrank sind Medikamente. Warte mal, dann gibt es bestimmt oben noch einen Badezimmerschrank. Der macht doch jetzt nicht wieder den Fernseher an, oder? Ja, keine Ahnung. Och. War ja richtig. Da, guck mal. Jawoll. Aber dem so eine Medizin geben, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Weil, na, lauf weiter. Boah, die Jacke. Pennt der schon? Nee. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. So, was ist denn hier? Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Oh, da geht es schon 8:30.
So, ab hier ins Bett jetzt. Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Du. Nein, das ist nicht besonders vernünftig schon. Du kriegst wahrscheinlich Ärger mit der Mama. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Und kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komm hoch. Genau. Piep. No, eigentlich haben wir es ja dann soweit geschafft, ne? Und sogar noch die Medizin extra ihm gegeben. Überholt er den so einfach. Und guckt ihn so ganz beschissen an. Was haben wir denn hier drin? Och, mein Arbeitszimmer. Okay, ich will aber in mein Zimmer rein. Na, manchmal ist es ein bisschen komisch. Boah, sieht das... Na? Ah, Musik. Bett. Ja, schön, ne? Dass ich mal in deinen Schrank reinschauen darf. Naja, aufs Bett will ich nicht. Kann ich hier noch was machen? Ah, guck mal, das Haus! Von vor 2 Jahren. Nein, nicht aufstehen. Wusch. Fernbedienung? Ja. Oh. Ey, ich hör auf rumzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ist er jetzt in seinem Zimmer? Ja. Oh, warte mal. Ja, erstmal hier. Gute Nacht, John. Mein Teddy. Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Da war doch auf der Waschmaschine. Haha. Zum Glück haben wir das gesehen. Sonst hätten wir jetzt noch suchen müssen. Jo, hier geht auch schon die Tapete ab. Oh, da lacht er wieder. Freut er sich, dass er den gefunden hat. Teddybär! Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Was für eine Frage. Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Oh, der macht sich aber bestimmt doch selber Vorwürfe. Thank you.
Ich wollte gerade fragen, hat er keine Decke? T-Rex. Oh, ah. S für Küssen. Ah, nicht ganz zu. Huh? Ein Origami. Corner by Corner North. Muss jetzt irgendein Hinweis sein? Wenn die die Straße zeigen? Hä? Dienstag, 0:06 Uhr. Was? 6,91 mm? Hä? Ah, jetzt steuern wir einen anderen Charakter. Boah. Ja, sehr gute musikalische Untermalung. Hat wirklich was wie so... So ein Film halt, ne? Achso, erstmal das hier, ne? Ja. Ich nehme lieber die Treppe. Der Rezeptionist könnte mir weiterhelfen. Ich suche seit Wochen. Hoffe, ich habe diesmal Erfolg. Wieso war das die 4? Wieso nicht die 3? Also. Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Boah, da ist dieselben Chips. Die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Hat er jetzt links oder rechts gesagt, am Ende des Flurs? Egal, müssen wir einfach testen. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Ah, ist aber richtig. Halt. Oh, das war jetzt krass. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Oh, geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Ich dachte schon, ich kann jetzt einfach so in deren Kühlschrank reinschauen. Ja, schick. Oh, nein, nein, nein. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Hm.
Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Ja, willst du nicht wissen, wer das war?